Moin, moin in Mittelerde, wie man hier sagt, in der Landessprache. Und jetzt geht es weiter hier und wir gehen zur alten Dame auf jeden Fall. Oh, sorry, habe ich dich umgerammt. War Absicht. Die Macht des Geistes. Das ist ein Häuptling. Tarz das Messer? Königin Marvin hat die Schlüssel, um die wahre Macht des Ringerschaffers zu entfesseln, die Macht zu befehligen und zu beherrschen. Stelle eine Armee auf und fordere die schwarzen Hauptmänner heraus. Bäh, Häuptling machen. Ich mag keine Häuptlinge. Oh, ruhig. Warum kehrst du zurück? Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. Okay. Irgendwas stimmt mit der nicht. Marvin wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Okay. Grublik, der Auspeitscher. Ich hatte doch schon einen. Ich hatte Redback. Ich will Redback wieder haben. Dass der so schnell plötzlich weg war, das haben die Kacke gemacht irgendwie. Ich habe ein paar feine Kämpfe erlebt. Doch jetzt wird es Zeit für... Redback war der geborene Anführer. Der hat es voll drauf gehabt. Schauen wir mal. Aber wer hat denn da eben bitte durch die alte... Wo Sklaven gefoltert werden, finden wir auch diesen Hauptmann. Ja, weiß ich. Wer hat denn bitte schon eben da durch die alte Dame da gelabert? Steht die in Kontakt mit Sauron? Die alte Schabracke, die? Kann aber nicht sein. Guck, Leute! Mehr als ich erwartet hatte. Mehr, die wir töten müssen, um an den Hauptmann zu gelangen. Kein Ding, wir töten alles. Einfach alles. Bam! Hey, hallo? Ich hab Feuer. Nee. Weg. Du stehst im Weg, du Fettsack. Guck, da brennt er. Ich verspreche dir wunderbare Schmerzen. Oh ja. Das soll ein Hauptmann sein? Der ist voll dünn. Fähigkeit freigeschaltet, befehligen. Wenn du einen Hauptmann beherrscht hast, halte 1 gedrückt und tippe X, dann kannst du Dreieck drücken, um ihm einen Befehl zu geben. Aha. So kannst du deinen gebrandmarkten Hauptmann anweisen, einen anderen Hauptmann umzubringen oder sich einen Häuptling als Leibwächter anzubieten. Mann. Das kann ja noch was werden hier alles. Wo ist der Ochse? Ich muss ihn noch ein bisschen runterhauen hier. Er ist noch zu stark. Du bist ein Nichts. Oh, aber ich bin mehr als du. Zack. Zu hart für dich. Nicht umbringen, nur ein bisschen anritzen. Und da haben wir es. Beherrschen soll ich ihn. Befehligen! Dieser Hauptmann steht nun unter deiner Kontrolle. Du kannst einen Machtkampf provozieren und ihn auffordern, einen anderen Hauptmann zu ermorden.
Schickst du ihn gegen einen Häuptling ins Feld, wird der Hauptmann versuchen, sein Leibwächter zu werden. Dies führt zu einem Machtkampf, in dem er sich beweisen muss. Drücke X, um einen Hauptmann zu befehlen, der Truppe von Tarz beizutreten. Tarz, das Messer. Überfalle Tarz, indem du dich in seine Festung schleichst. Wenn es sein muss. Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Okay. ...90% des Spiels fertig oder 92 und jetzt lernt man so die geilsten Sachen hier, ey. Geht gleich weiter. Da ist er! Er kriegt gleich Kollegen hier mit. Hier den neuen Hauptmann! Du willst, dass ich dir folge? Zwing mich doch! Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Okay. Verteilen wir einfach hier ein paar Headshots. So. Töte Grubliks Herausforderer. Gruppe 1 von 3. Als eine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Okay. Hier stehe ich genau richtig. Jetzt machen auch diese Machtkämpfe echt mal Sinn. Weil vorher hattest du ja echt nie eine richtige Möglichkeit, da irgendwie ordentlich einzugreifen. Aber jetzt schon. Halte zu mir, oder ihr liegt tot vor meinen Füßen. Das ist cool. Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Ja. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Hier irgendwo rüberklettern? Oh ja, da. Immer hier neue Pfeile mit. Hallo, beweg dich. Der hängt fest. Ich kann dann nicht. Oh Gott. Schnell, der haut ab. Nein. Hier oben ist einer. Okay, da jetzt wieder Action. Zack. Zack. Komm, nächster. Passt. Hey, für den dunklen Herbst. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Wenn da etwas war. Das waren die drei Gruppen. Wie geht's weiter? Ich habe die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Okay. Jeglicher Widerstand wird mit Blut bezahlt. Auf das Blut an unseren Klingen. Also reden kann er. Seine Gruppe wird größer auf jeden Fall. Jetzt, da wir unseren Jäger haben, lass uns unsere Beute jagen. Okay. Yeah! Aufgestiegen. Leibwächter geworden, schon. Erreiche den Aussichtspunkt, ohne den Alarm auszulösen. Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Okay. Erreiche den Aussichtspunkt da hinten. Boah, weit, weit, weit. Da haben wir einen Bogenschützen. Der wird mich nicht kommen sehen. Ich bin hier. Teleport-Tiergeist-Action. Oh. Pass auf. Hör nur ihre Worte. Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Cool.
Jede Waffe taugt dazu, den Waldläufer zu töten. Ich finde, sowas hätten sie ruhig alles schon viel, viel früher im Spiel einbauen können. Dann wäre es vielleicht in ein oder anderen Missionen nicht ganz so langweilig gewesen, einfach nur immer nur so wild drauf loszumetzeln. Oh oh. Mir wurde eine Belohnung dafür versprochen, wenn ich diese Stelle. Komm schon! Nun, mir wurde eine Beförderung dafür versprochen, wenn ich diese. Huiuiuiui. Da, oh, da oben, da oben, da oben. Nein, 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 nein. Puh. Ganz schön eng. Der Häuptling versammelt die Wachen um sich. Der Grabwander muss in der Nähe sein. Nein. Wer soll Hackfleisch aus der Alten gemacht haben? Zack! Es widert mich an. An dieses Übel habe ich meine Familie verloren. Ja. Dann übe Rache, indem du dieses Übel gegen sich selbst richtest. Die Königin hat recht. Es ist klug, die Unbarmherzigkeit der Uruks gegen sie zu verwenden. Da jemand umher? Na dann. Boah, das sind hier Wege, ey. Wer baut denn solche Festen, ey? Nein, du sollst da hoch! Ich darf keinen Alarm auslösen! Scheiße! Hacke! Weil man einmal wieder runtergefallen ist. Lauf mal, lauf mal, lauf mal. Vielleicht kann ich hier wieder... Nein. So. So, ihr habt mich aus der Sicht verloren, ne? Komm, hoch. Was ballerst du mir denn hier? Pfeile im Arsch, ey. Meine Fresse. So, ich muss ganz nach oben. Rauf, 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 immer schön den Turm hinauf. Und dann zum Aussichtspunkt. Tarts. Und er... Unsere Marionette ist vor Ort. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Er hat zwei Leibwächter dabei. Der eine gehört mir und der zweite nicht. Okay, besiege Tarts. Ach so, einfach so. Aktiviere Grublik, wenn du zum Kampf bereit bist. Okay. Schütze meinen Namen. Der dünne Sack hier, ey. Der hat doch gar keine Chance. Wenn ich jetzt aufs Feuer schieße, ich will nicht meinen Typen auch verletzen. Ich mach's mal. Bam! Siehst du, die gehen alle in Flammen auf hier. Immun gegen Fernkampf? Keine Pfeile mehr? Keine Pfeile mehr? Wo sind die ganzen Pfeile hin? Ach ja, Schleichangriffe. Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unserer Marionette alle Strippen durch. Nein! Ich muss ihm helfen. Hassverletzung seines Herrn. Okay. Komm, schneller, schneller, schneller. Der Häuptling muss weg. Dann reicht das ja schon. Zack. Komm. Das war dein Werk, nicht wahr? Nein. Du wolltest dir sicher einen Vorteil verschaffen. Ich bin unschuldig. Ach, guck mal, den kann man sogar hier. Zack. Abstechen und so und überspringen. Zack. Und jetzt hier abstechen. Boah, jetzt wird's wieder voll hier. Er hat nicht mehr viel Leben. Aber er steht da ganz schön scheiße in der Ecke. Wie soll ich ihn da treffen? Im Moment treffe ich irgendwie gar nichts.
Alter! Auf dich zu bewegen. Eben waren ja gar nicht so viele Leute, ne? Jetzt gehe ich hier runter und jetzt ist wieder alles hier voll. Was denn jetzt? Oh ja, der Typ hier, ey. Scheiß Berserker. Wo ist denn der Häuptling hin? Oh, er ist tot. Verrat hat viel, also nicht viel geschlagen. Erfolg. Er ist immer noch dünn, aber er sieht schon besser aus. Ich kämpfe für den dunklen Herrscher und ihr werdet für mich kämpfen. Dieses Gebiet gehört mir. Ich bin der stärkste Häuptling in ganz Mordor. Ich führe meine Armee über ein Feld aus Schädeln. Ja. Unterwerft euch mir oder spürt meine Klinge. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Okay. Oh, wir sind schon da. Oh-oh. Widersetze dich mir nicht, Celebrimbor. Zusammen können wir unbezwingbar sein. Der dunkle Herrscher Sauron ist noch schwach. Unsere Armee kann ihn vernichten. Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand, sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Sie sind jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor. Die Macht des Geistes abgeschlossen. Mann, wie geht denn hier ab? Der weiße Zauberer, ja. Der Azizaruman, ey. Der hat mal wieder hier seine Griffen im Spiel gehabt hier. Hat die gleiche Masche abgezogen, wie er das später auch mit Theoden machen wird, den König von Rohan. Der sah ja auch schon so alt und abgewrackter aus, als Saruman ihn unter Kontrolle hatte im Geist. Und als Gandalf ihn dann wieder befreit hat, wurde er ja auch wieder ein bisschen jünger. Und das ist eben mit Marvin auch passiert. Das ist echt cool gemacht. Der alte Saruman, ey. Mann. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja,
Für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Brandmarke die Häuptlinge, 1 von 5. Och Mann. Da gibt es ja doch noch ein bisschen was zu tun hier. Erstmal muss ich die ganzen Häuptlinge mal wieder identifizieren, oder? Nee, hier werden ja noch schon ein bisschen was angezeigt. Hier haben wir einen hilflos, demütige Kurtuk, der Ältere. Hier haben wir noch einen. Das Heilmittel. Nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Litariel deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Auch gut. Was ist das denn hier? Zu deiner Verfügung, Grublik Auspeitscher erwartet deinen Befehl. Muss ich da immer zu ihm hinlatschen, um ihm Befehle zu geben? Heftig. Magnesium. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihn stellst. Ich sollte erstmal hier Informationen sammeln und dann mal gucken, wo die ganzen Häuptlinge sind. Vielleicht noch den ein oder anderen Leibwächter ausschalten mit Hilfe von meinem eigenen Häuptling. Und dann wird das, glaube ich, gehen. Das schauen wir mal in der nächsten Episode, Leute. Also, wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch wieder ein und ja, haut rein, Leute. Und bis dann.